Einen wunderschönen guten Vormittag zusammen und herzlich willkommen zur 13. Folge von Let's Play Euro Truck Simulator 2 mit mir, eurem Julian Rieser. Wir fahren von Metz nach Dresden. Fahrzeit dauert für diese Strecke ungefähr zwischen 45 Minuten bis eine Stunde. Ich habe die Strecke wieder angepasst, weil durch mehrere Städte fahren. Ich zeige es euch mal kurz. So habe ich sie verändert. Wir fahren von Metz durch Luxemburg, dann an Köln vorbei, durch Kassel durch Erfurt, Leipzig bis nach Dresden. Das sind 1114 Kilometer. Unser Fahrzeug ist der Volvo FH Classic Slipper mit 410 PS. Wir liefern 11 Tonnen Gabelstapler. Wir fahren jetzt auch direkt los. Wir fahren von der Nacht in den Tag. Wir fahren auch jetzt direkt los. Ich wünsche euch allen viel Spaß bei der Fahrt und gute Unterhaltung. Ach, jetzt ist die blöde Cam schon wieder zu hell. Entweder ist die Cam immer zu hell. So. Und los geht's. Meine Lieben, ich hoffe euch da draußen geht's allen gut, mir geht's auch gut. Das Training am Montag war gut gewesen, außer wegen dem Speicherplatz auf meinem Handy, dass es voll war. Ich werde dann am Montag kommen, ja, die Jungs nicht zum Kegeltraining. Dann werde ich den zweiten Durchgang vom 120er Wurfmodus nochmal neu aufnehmen für euch. Und im Anschluss tue ich dann noch den 200er Wurfmodus aufnehmen, bevor um 19 Uhr dann abends mein Cousin kommt zum Kegeltraining. Ja, sonst gibt es eigentlich nichts mehr bei mir Neues zu erzählen, außer dass wir schon bei 14.200 Aufrufen sind. Das ist echt der Wahnsinn. Ich hätte
nie so viel gedacht, dass ich in einem Jahr so viel schaffen werde, seitdem ich mit YouTube angefangen habe. Das habe ich echt nicht für möglich gehalten, dass ich so viel mal schaffen werde in dem Jahr. Da bin ich echt baff und sprachlos und stolz auf euch. Heute im Laufe des Tages kommt auch der neue DAF raus, der angekündigt war hier für den ETS 2. Und mal schauen, ob ich heute Nachmittag einen ETS 2 Livestream machen werde. Da muss ich erstmal gucken, ob mein Internet dann stabil ist, wenn ich dann in den Multiplayer reingehe, weil die Pro-Mods geht ja nicht. Die ist nicht kompatibel mit der aktuellsten Version. Erster Aufenthalt in Luxemburg. Heute Abend beginnt auch die Darts WM, da freue ich mich auch schon drauf. Die geht bis zum 3. Januar im nächsten Jahr. Die findet im Ali Pally in London statt. Okay, ich sehe selber, der Truck ist zu laut. Dann stellen wir den mal die Lautstärke vom Spiel ein bisschen runter. Immer noch zu laut, immer noch im gelben Bereich. Hm. Noch ein bisschen leiser stellen.
da war die Grenze. Ich werde bald auch anfangen, GTA RP zu spielen. Ich habe schon einen Server gefunden, da ist auch ein YouTube-Kollege von mir drauf, den ich gut kenne und abonniert habe. Das ist der das Hebeltal Let's Player. Also der Pierre, schöne Grüße gehen raus an. An dich, ich bin da bei ihm auch Mod, das heißt, also ich passe bei ihm auf den Chat auf. Der war gestern live gewesen hier auf YouTube. Auf einem RP-Server. Und da muss man, da gibt es keine Altersbeschränkung. Man muss, braucht auch ein bisschen RPV. Man muss nur die Einreise bestehen. Also Einreise ist dann auf dem Server dann. Man muss nur das Regelwerk durchlesen, wie auch bei allen anderen Servern. Und dann kommt man auf dem Server. Muss man sich auch gar nicht bewerben, man kann sich den Job dann selber aussuchen, den man dann auf dem Server spielen möchte. Jawohl, die Grenze. Bin ich wieder in Deutschland, Bundesrepublik Deutschland. Ja, man muss dann auf dem Server dann wissen, den Namen sage ich nicht, wie er heißt. Muss man dann die wissen, wo die ganzen Safe Zones sind, also wo man geschützt ist, wo man nicht jemanden im RP töten darf oder irgendwas anderes passiert. Muss man auch wissen, was Metagaming bedeutet, weil das tun auch viele machen. Oder wo irgendwas anderes
passiert und vieles mehr muss man dann auch wissen. Man braucht einen Klick auf dem muss man auf dem Discord-Server von denen machen. Dann wird man automatisch gewitelistet. Und dann kann man schon auf dem in den Server gehen, seinen Charakter auswählen, einrichten. Dann muss man halt hier die Fragen beantworten über das Regelwerk, also über die Bibel, wie man so schön sagt bei denen. Dann kann man auch schon ins RP gehen. Ich weiß, bei jedem Server ist es unterschiedlich. Da muss man eine Altersbeschränkung haben. Manche Server sind ab 16, die anderen ab 18. Da kommen noch Bewerbungsphasen. Da muss man sich bei den Server bewerben. Und das ist halt bei jedem Server halt unterschiedlich. Ach, ist das schön hier gechillt über die Autobahn zu fahren. Nach 730 Kilometern bin ich auch schon am Ziel.
Ach, da ich von Kassel. Sorry, ich hab musste gerade mein Ohr kratzen. Aufenthalt in Kassel. Bedarfsamt, das heißt, ich muss schauen, ob trotzdem jemand kommt.
Oh, der lässt mich durch. Dankeschön. Sehr nette KI-Fahrer hier. Ah, so langsam wird es Tag hier im ETS 2. So ab 5, 6 Uhr morgens wird es dann schon heller hier im Spiel.
Ja, fahren wir nach Erfurt rein. Und dann wieder raus. Erster Aufenthalt in Erfurt. Wir fahren jetzt nicht hier um den Pudding rum, wir machen hier gleich einen U-Turn. Das heißt, ich drehe hier auf der Straße um und fahre dann wieder Richtung Autobahn. Jetzt. Der nächste Ort ist, den müsst ihr auch gleich sehen auf der Karte. Wartet, wir können ja kurz schauen. Das nächste Ziel, es kommt Leipzig. Leipzig und danach Dresden, dann haben wir es geschafft. Dann ist auch Schluss für heute wenn wir am Ziel sind, ja. Dann gehe ich wieder runter Mittagessen zu meinem Opa, das ist der Papa von meinem Papa. Und die Oma, die einen Ort weiter wohnt, das ist die Mama von meiner Mama. Da wohnt auch mein Onkel, der sitzt seit Jahren im Rollstuhl. Da hat auch meine Tante gewohnt, also die Schwester von meiner Mama. Die hat seit ein paar Jahren ein eigenes Haus.
hier in meinem Ort, wo ich wohne, sind auch viele meiner Verwandtschaft da. Onkels, Tanten, Cousinen, Cousins. Also meine Verwandtschaft ist schon riesig. Ich glaube, ich habe um die 20 oder 30, ja, um die 20 bis 30 Tanten und Cousins. Tanten und Onkels. So rum. Cousins habe ich 5 bis 6. Dann habe ich noch, ich glaube, nicht nur Neffen, habe ich auch noch 4, 5 Stück. Cousinen habe ich insgesamt 3. Ich habe noch eine Oma und einen Opa noch. Früher hatte ich zwei Omas und eine Uroma gehabt. Und ja, noch zwei Opas gehabt. Und jetzt habe ich nur noch eine Oma und einen Opa noch. Aber was ich alles miterlebt habe und was mir alles passiert ist in den ganzen Jahren. Wenn ihr gerne mehr darüber hören möchtet, dann müsst ihr in meine OMSI2-Folge reingucken, in die Folge 126. Ab der müsst ihr vorspulen bis zur 12. Minute. Und ab da hört ihr dann meine ganze Lebensgeschichte. Ah, so langsam geht die Sonne auf. Brauche ich auch kein Fernlicht mehr. Oh Mann, sieht das schön aus. Aber ich muss ehrlich sagen, in den Bergen und im GTA. Entschuldigung. In GTA 5, ne? Wenn man da im RP ist und eine Grafikmod oder irgendwas anderes drinnen hat, so ein Reshaped oder irgendwas, da sind die Sonnenauf- und Untergänge echt romantisch aus. So wie jetzt hier so ähnlich. Und es ist halt in GTA viel, viel heller und schöner ist. Erster Aufenthalt in Leipzig.
So, die nächste Stadt ist dann unsere Endstation. Dresden. Erster Aufenthalt in Dresden.
Dankeschön fürs Rauslassen. Rauslassen. Reinlassen. Also vorbeilassen. So, meine Lieben, das war's dann für heute. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Dabeisein. Wenn euch diese Folge gefallen hat, würde ich mich sehr gerne über ein Like und ein kostenloses Abo von euch freuen. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Schaut auch gerne überall auf meinen Social Media Plattformen vorbei. Die Links findet ihr in der Videobeschreibung. Ja, in meiner Kanalinfo verlinkt. Und schreibt gerne in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Und vielleicht mache ich heute Mittag oder in den nächsten Tagen einen neuen Livestream, entweder von GTA RP oder hier vom ETS 2, vom Multiplayer, wenn er geht in der aktuellsten Version. Und ja, wenn nicht, dann fahren wir hier im Singleplayer im Konvoi-Modus. Und ja, dann fahren wir so. Also dann verabschiede ich mich, wünsche euch allen noch einen wunderschönen Tag. Bleibt gesund, baut kein Mist. Schaut gerne auch bei meinen YouTube-Kollegen und Kolleginnen vorbei, die ich abonniert habe. Mit denen bin ich auch gut befreundet. Und ja, dann verabschiede ich mich und bis zum nächsten Mal. Euer Julian Rieser. Tschüss! Und das war unser LKW und Volvo FH Classic Sleeper mit 410 PS. Tschüss!